Ein Mann ist eines Tages von der Arbeit nicht nach Hause gekommen, sondern er hat einen zu stressigen Tag und viele Leute haben ihn segiert und deswegen ist er von der Arbeit direkt in eine Bar gefahren, um ein bisschen ein, zwei Stamperl zu trinken, damit er ein bisschen den Kopf reinigt von dem schwierigen Tag. Kommt dorthin und wie ihr wisst, es gibt ein Gesetz. Ein Stamperl führt zum anderen und das andere zum anderen und am Ende von dem einen, zwei Stamperl sind es geworden ein paar Flaschen und sehr, sehr spät nach Hause, ganz besoffen, wie man so schön sagt, bumm zu, ganz besoffen und kommt nach Hause, er weiß nicht mehr, wo er ist, kommt und geht leise, damit seine Frau nicht bemerkt, dass er so spät gekommen ist und so, kommt leise, ganz, ganz leise auf seinen Zehen, legt sich hin ins Bett, so mit der Kleidung, mit alles und schläft ein. In der Früh, er hat Angst jetzt, dass ich, wenn die Frau jetzt sicher beginnt sie zu schreien, und wo warst du, was hast du gemacht? Aber er hat verschlafen und er wacht auf und sieht, die Frau war schon weg, ist nicht mehr zu Hause. Und er geht und sieht auf dem Tisch, ist wunderbar gedeckt. Und viele verschiedene Säfte, Toasts, Spiegelei, Rührei und verschiedene Eier und Salat hin. Königliche Frühstück. Und ein kleiner Zettel, lieber Schatz, ich liebe dich. Mit einem Herzen noch dazu. Wie war es erstaunt? Ich war ja gestern besoffen, ich bin besoffen nach Hause gekommen. Er fragt seinen Sohn, du, was ist? Mit Mutter ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Sagt er, frag nicht. Du bist gestern gekommen, wie man so sagt, bumm zu. Und du hast nicht nur das, du hast ihr noch einen blauen Auge verpasst. Du hast sie geschlagen, sie hat ein blaues Auge und sie ist so in die Arbeit gegangen. Und deswegen dieser ganze Tisch. Sagt ja, du bist gestern gekommen nach Hause und wolltest mit der schmutzigen, stinkenden Kleidung schlafen. Und Mama ist gekommen und wollte dir die Kleidung ausziehen, aber dann hast du dich begonnen zu wehren. Nein, lass mich, ich bin verheiratet, ich bin ein verheirateter Mann, ich habe Kinder. Nein, ich liebe meine Frau, lass mich. Und bumm, hast du ihn runtergehauen. Und das hat die Frau so berührt. Und das hat der Mutter so gut gefallen, dass ihr Mann so treu ist. Er hat gesagt, ich muss dir ein Geschenk machen und hat ihm ein wunderbares Frühstück gemacht. Und mit diesem Zettel, ich liebe dich Schatz, alles Liebe und mit dem Herzen. In den Sheva Brachot, wir haben eine Bracha. Sameach tesamach re'im ahuvim, kesamechacha yetzircha began Eden mikeden. Wir segnen das Paar. Gott soll euch fröhlich machen, aber wie fröhlich? Kesamechacha yetzircha began Eden mikeden. Genauso wie Gott. Adam und Eva glücklich gemacht hat, fröhlich gemacht hat, wo? Im Paradies. Began Eden mikeden, noch davor. Das heißt, nicht den heutigen Paradies, sondern damals, wo Adam und Eva noch bevor sie von Gan Eden verscheucht wurden. Genauso fröhlich soll Gott euch machen. Warum genauso fröhlich? Es gibt doch, woanders kann man auch fröhlich genug sein. Sondern eine große Lehre für uns von dieser Bracha. Eine große Lehre für uns von dieser Bracha. Adam und Eva, sie waren das glücklichste Ehepaar, das es je auf der Welt gab und geben wird. Und ihre Liebe, das was Romeo, Julia und das Ganze, das ist nichts. Ihre Liebe war so stark, ist unvergleichbar mit keiner anderen Liebe. Warum? Weil Kesamechacha yetzircha began Eden mikedem. Gott hat beide so fröhlich gemacht. Warum? Warum waren beide so fröhlich? Weil Adam
Wie viele Frauen hat er zur Auswahl gehabt? Gar keine, nur diese eine, Chava. Das war die einzige Frau auf der ganzen Welt. Es gibt keine andere Frau. Das heißt, es gibt gar keine andere Möglichkeit, irgendjemanden im Kopf zu haben. Deswegen, er war der Glücklichste mit ihr. Chava, wie viele Männer gab es in Gan Eden? Gar keine, nur den einen Adam. Das heißt, sie hat niemanden gehabt zu vergleichen. Ah, schau, er ist muskulös, er ist stärker, er ist gescheiter, er ist Gentleman. Gibt es niemanden zu vergleichen. Adam wusste, das ist die einzige Frau für ihn und ewig. Deswegen war er glücklich. Der Glücklichste. Und Chava wusste, das ist der einzige Mann, es gibt niemand anderen. Darum war sie die Glücklichste. Und deswegen... Unsere Weisen sagen, Shlomo Melech, König Salomon, in einem, oberflächlich gesehen, er widerspricht sich. Einerseits sagt er, Matza Isha, Matzato, hast du eine Frau gefunden? Du hast das Beste gefunden. Warum? Es gibt nichts Besseres als eine gute Frau. Matza Isha, Matzato. Andererseits, gleich im selben Kapitel, schreibt er, Umozeani marmi mavet et aisha. Und die Frau ist bitterer als der Tod. Und ich finde die Umozeani, und ich finde die Frau bitterer als der Tod. Entscheide dich. Matzaisha Matzato, ist die Frau das Gute und das Beste oder schlimmer als der Tod? Sondern sagen unsere Weisen, Matza Isha Matza Tov. Wenn du Matza, das heißt gefunden, das ist in der Vergangenheit. Matza Isha, du hast gefunden eine Frau. Dann hast du das Gute, das Beste gefunden. Aber Umozeani, Moze, das ist in der Gegenwart. Umoze, Moze heute da und jetzt gleich dort und dann wieder dort und dann da, dies, schau wie sie aussieht und schau wie die ist besser. Umozeani, aber wenn du jedes Mal was Neues findest, dann ist es Marmi Mavet, ist es schlimmer als der Tod. Deswegen, um ein glückliches Eheleben zu haben, damit du selbst fröhlich bist, dann darfst du niemanden anderen im Kopf haben als deine Frau. Sie ist die Einzige. Alle anderen, das sind Chicos. Und für die Frau, willst du glücklich sein, willst du fröhlich sein, dann musst du in deinen Kopf wissen, ich habe nur diesen einen Ehemann. Egal wie gescheit oder dumm, hässlich, hübsch, egal. Das ist mein Ehemann, der einzige und es gibt keine anderen Männer. Und dasselbe auch umgekehrt, das ist meine Frau und es gibt niemand anderen außer dieser.